bleiben denn Agnes mit den Sammelbüchsen? Agnes! Ich kann die Sammelbüchsen nirgends finden. Wo seid ihr denn? Wir suchen die Sammelbüchsen. Die sind hier. Ach so. Und dann haben wir hier noch unseren Herrn Bürgermeister mit der Spende von der Gemeinde. Und vielleicht leiere ich ihm ja noch die fehlende Miete von den Meinekes aus den Rippen. Ich meine, das kann doch nicht angehen, dass der Herr Huber die ganze Familie auf die Straße setzt. So kurz vor Weihnachten. Nur weil der Herr Meineke ja seinen Job verloren hat. Also, alle rein. Morgen, Wöller, bald ist Weihnachten. Was will ich sagen? Da wäre ich von allein gar nicht drauf gekommen. Was ist jetzt los? Ja. Tja, Herr Wöller, das kommt davon, wenn man so unkästlich ist wie Sie. Nicht mal einen Weihnachtsschmuck am Haus. Ja, Sie haben es gerade nötig. Ja, mit Ihrem Weihnachtsinferno. Kein Wunder, dass die Gletscher schmelzen. Ja, ein Taxi bitte in die... Was? Wie lange dauert das? Na, vergessen Sie es. Fröhliche Weihnachten, naja. Ich würde vorschlagen, Maria, du übernimmst die Fußgängerzone, Lila den Weihnachtsmarkt und Agnes hier den Rathausplatz, ja? Ja, und du? Ich knöpfe mir jetzt den Herrn Wöller vor. Also, lasst euch nicht unterkriegen. Immer schön lächeln, auch wenn es schwer fällt. Viel Glück. Eine kleine Spende, bitte. Ach ja, und wo soll ich ein Taxi herkriegen, wenn es keines gibt? Schnitzen kann ich mir ja schlecht eins. Jetzt beeilen Sie sich. Sie müssen noch 300 Weihnachtskarten unterschreiben. Sonst kann ich die Pakete nicht verteilen lassen. Hallo, Frau Labern. Ui, was denn hier passiert? Jedes Jahr der gleiche Zirkus. Das sind alles Werbegeschenke vom Autohaus Wöller. Und wer hat die Arbeit? Ich. Ja, ja. Unser lieber Herr Wöller, wo ist er denn? Unterwegs. Zu Fuß, weil sein Wagen streikt. Und Taxi gibt's natürlich keins. Ha. Aber was soll's. Wissen Sie was? Wir trinken jetzt einen starken Kaffee und dann probieren wir ein Stück von dem Christstollen, den die Frau Dornfelder mitgebracht hat. Lieber nicht, da klappere ich doch lieber noch ein paar Zimmer hier im Hause ab, bevor der Herr Wöller eintrudelt. Aber ein Keks, glaub ich. Na dann, viel Glück. Und wenn Sie sich eingerichtet haben, dann mache ich uns einen schönen heißen Glühwein. Ich weiß gar nicht, wie wir Ihnen danken sollen, Schwester. Ach, ist doch selbstverständlich. Oh Gott! Die Frau Dahlberg, gehen Sie schon mal vor, ich bin gleich wieder da. Hallo? Frau Dahlberg! Was ist? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nein, im Gegenteil. Die Operation ist gut verlaufen. Besser als erwartet, sagt der Chefarzt. Natürlich wird es noch ein paar Tage dauern, bis mein Mann wieder nach Hause kommen kann. Und deshalb hier. Er will, dass Sie das bekommen, weil Sie mir schließlich das Leben gerettet haben, sozusagen. Also wirklich, Frau Dahlberg, das kann ich unmöglich annehmen. Das kann ich meinem Mann nicht antun. Also bitte, dann verschenken Sie sie halt weiter. Nur, ich muss jetzt los. Frohe Weihnachten, Schwester. Und nochmals vielen Dank für alles. Frau Dahlberg! Das hört man nun davon. Ah, der Herr Wöller. Alles, was recht ist. Aber es ist doch für die gute Sache. Und was sollen die Leute denken, wenn Sie nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Okay, okay. Aber sagen Sie es niemand weiter. Kann es nicht ein bisschen mehr sein? Schließlich hat Ihr Freund, der Herr Huber, die Familie Meineke auf die Straße gesetzt. Ich bin nicht der Herr Huber. Ja, eben. Vergelt's Gott, Herr Bürgermeister. Hätten Sie vielleicht eine kleine Spende für unsere Ehrlichkeit? So, einmal Maroni, bitte. So.
wenn ich unser Stadtoberhaupt vielleicht auch um eine kleine Spende bitten dürfte. Ich nehme an, Sie wissen schon, wofür. Für den lieben Gott. Nein, für die Familie Meinecke zum Beispiel. Nicht schon wieder, ich habe schon gegeben. Also, das ist ja wohl die älteste Ausrede der Welt. Ich habe schon gegeben. Wann, wo, wem? Eben, Ihre nigerianischen Kollegin. Und zwar mein ganzes Kleingeld. Jetzt bitte, ich muss weiter. Aber Sie haben doch gerade Wechselgeld für die Kastanien zurückbekommen. Das ist Wegelagerei, ja? Vermutlich haben Sie gar keine Genehmigung zum Sammeln, oder? Haben wir. Und zwar von allerhöchster Stelle. Ja, das ist erst recht die älteste Ausrede der Welt. Bitte eine kleine Spende. Eine kleine Spende, bitte, bitte. Oh, Herr Wöller, eine kleine Spende, bitte. Schwester, Sie werden es kaum glauben, aber ich habe schon gespendet. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Herr Wöller, bitte tun Sie mir das nicht an. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich Sie belästigt habe. Fangen Sie doch nicht an zu weinen. Nein. Moment, Moment. Können Sie wechseln? Nein, aber vielen Dank. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Ja, Moment, das sind 10 Euro. Schon, aber heißt es nicht, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ja, aber das ist ganz schön ding. Das waren 10 Euro. Aber das ist doch für eine gute Sache. Zum Beispiel für die Familie Meinecke, damit sie die Miete zahlen kann. Na, bitte nicht schon wieder. Ja? Jetzt, wo der Herr Meinecke eine neue Arbeit in Aussicht hat. 10 Euro. Ist ja unglaublich, nur weil ich geholfen habe. Ja, Herrscher Verlag, wie sieht's denn hier aus? Stellen Sie dieses Weihnachtsgedudel ab, ja? Sie machen mir Spaß. Das sind alles Ihre Pakete. Jetzt reicht's mir. Jede Weihnachten das gleiche Drama. Herr Wöller, Weihnachten ist doch ein Fest der Freude. Hm? Verschonen Sie mich, Schwester, ja? Nichts als Geschäftemacherei und Gefühlsduselei. Und wenn Sie glauben, Sie können mich mit Ihrer Sammelbüchse beeindrucken oder sogar nötigen. Ich habe schon 3-mal gespendet. Ist ja gut, aber was ist mit dem Scheck von der Gemeinde für unsere Kinderweihnachtsfeier? Ja, den hat mir der Herr Pfarrer schon aus den Rippen geleiert. Der Pfarrer, wieso das denn? Achso, das wissen Sie gar nicht. Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Kinder, die findet in der Gemeindehalle statt. Und zwar überkonfessionell mit den Evangelien zusammen. Ach ja? Ja. Tut mir leid, aber offensichtlich hat der Herr Pfarrer es nicht so gern, dass Sie ihm jedes Jahr die Show stehlen mit der Kinderbescherung. Das ist doch lächerlich. Ja. Die Kinderweihnachtsfeier bei uns im Kloster, die hatte schon Tradition. Und außerdem habe ich mich fest darauf verlassen, dass Sie und der Herr Huber wieder als Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht auftreten werden. Natürlich nur, wenn der Herr Huber die Familie Meinecke wieder einziehen lässt. Was soll ich? Nichts, Hermann, nichts. Mir sind die Hände gebunden, was die Familie Meinecke anbelangt. Hermann, sag der Schwester, wie lange die schon im Rückstand sind mit der Miete? Über 12.000 Euro lang. Ja, da hören Sie, Schwester. Ja. Was soll denn das? Unterschreiben. Schwester, wie Sie sehen, mir schwirrt der Kopf. Was ist mit uns? Einmal im Jahr können wir Nonnen uns wie eine Familie fühlen. Mit den Kindern unterm Weihnachtsbaum. Aber Ihnen ist das ja völlig egal. Ja, da müssen Sie sich beim Herrn Pfarrer beschweren. Was ist denn mit dir los? Was willst du? Warum warst du gestern Abend nicht auf der Weihnachtstombola von der Freiwilligen Feuerwehr? Ich war nicht da, weil ich nicht hingegangen bin. Aha. Das ist schon fast pathologisch, dieser Weihnachtsverfolgungswahn von dir. Du bist der Bürgermeister von dem Kaff. Gerade in der Weihnachtszeit musst du präsent sein, ob es dir passt oder nicht. Weißt du was? Nee. Ihr könnt mich alle. Frau Laban? Ich bin ab sofort mit unbekannten Zielen verschollen. Und zwar bis nach Neujahr, wenn dieser ganze Affenzirkus vorüber ist. Herr Wöller, das geht nicht. Und ob? Frohe Weihnachten. Wolfi, du kannst doch nicht einfach... Ja, wie, der Herr Bürgermeister höchstpersönlich. Was verschafft mir die Ehre? Keine dummen Sprüche, Nikolausi. Ich bin mit den Nerven am Ende. Also wem sagst du das? Weihnachten und der ganze... Na, aber setz dich doch. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich will weg hier, ja, möglichst irgendwo hin, wo ich niemand aus diesem Café begegne, und zwar so schnell wie möglich. Ja, und für wie lange? Och, das über die Feiertage, bis nach Neujahr. Also so kurzfristig, das wird nicht einfach. Wieso? Der Hauptsaison. Also ich hätte da für dich die türkische Riviera. Riviera, türkisch?
Naja, oder Mallorca. Ballermann. Nein, danke. Ich bin gleich für Sie da, ja? Oh, bitte, bitte. Es hat keine Eile. Ja. Was hältst du davon? Eine Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff. Ist das ein Schiff? Ja, genau. Genua, Casablanca, Teneriffa. Alles zum absoluten Last-Minute-Sonderpreis. Das sieht gut aus. Ja. Allerdings, es geht schon morgen los. Wie? Es sind nur noch 2 Innenkabinen frei. Na, Hauptsache weg hier, oder? Na gut, dann bräuchte ich bloß noch deine Kreditkarte. Ja, ja. Immer dabei. Kreditkarte. Danke. Aha, das sieht ja wirklich gut aus. Was? 10 Bars, 5 Pools. Oh Gott, ja. Und ein Spielcasino. Wer braucht denn dann noch eine Außenkabine? So. Deine Karte, dein Ticket und die Reisebestätigung. Viel Spaß. Ja, hoffentlich. Und Günther, zu niemandem kein Wort. Kein Wort. So, was kann ich für Sie tun? Also, über die Feiertage wollte ich eigentlich nach New York. Aber die Weihnachtskreuzfahrt, die der Herr gebucht hat, die hört sich auch sehr spannend an. Hätten Sie vielleicht noch ein Plätzchen für mich auf dem Schiff? Wenn wir uns beeilen, ist noch eine Kabine frei. Ach, schön. Aber es müssen doch nicht unbedingt 20 Kinder sein, ja, oder? Immerhin haben wir ja die Familie Meinecke mit ihren 3 Kindern. Aber das ist doch nicht dasselbe. Die 12.000 Euro Mietschulden für die Meinekes kriegen wir nie zusammen. Ihr seid schon wieder da? Das ging aber schnell. Die Weihnachtsfeier ist abgesagt. Was? Aber warum? Die Feier findet in der Gemeindehalle statt. Was? Warum das? Weil der Herr Pfarrer sein Wohltätigkeitsmonopol gefährdet sieht. Was? Wo gibt's denn sowas? In Kaltental gibt's sowas. Und nur in Kaltental. Und was ist jetzt mit dem Geld für die Meinekes? Ich hab ihnen versprochen, dass sie Weihnachten wieder in ihrer Wohnung sind. Wo sind denn die Meinekes? Mach mal los! Den Rest von ihren Sachen holen. Ja, wie auch immer. Wir dürfen nicht nur an uns denken. Das Wichtigste sind schließlich die Kinder und dass sie ein gutes Fest bekommen. Also, ich würde vorschlagen, wir packen die Geschenke zu Ende ein und dann liefern wir das Ganze im Gemeindesaal ab. Der Baum ist auch viel zu groß. Ein kleinerer hätte es auch getan. Ja. Wie viel haben wir denn eigentlich zusammen? Oh ja, zeig mal her. Das ist ja irre. Das ist ja, oh, wie hast du denn das gemacht? Das sind ja fast 200 Euro. Also ich, wenn sie nicht gespendet haben, dann habe ich einfach geheult. Was? Ja, das war richtig toll. Die haben dann richtig viel gespendet. Darf ich jetzt mal was sagen? Also, vorhin war die Frau Dahlberg da und hat mir das hier geschenkt. Zuerst wollte ich es gar nicht annehmen. Was ist es denn? Geschenkt? Dann lasst mich doch mal ausreden. Ja, schon. Das sind 3 Tickets für eine Mittelmeerkreuzfahrt. Von Genua über Casablanca nach Teneriffa und zurück. Und wieso schenkt sie die uns? Ja, warum? Weil ihr Mann im Krankenhaus ist und weil sie mit ihrem Sohn die Reise alleine nicht machen will. Und morgen geht es schon los. Was? Schon morgen? Also ohne mich. Ich habe mich schon so auf ein richtig schönes Weihnachten im Schnee gefreut. Na prima. Und wer bleibt noch hier? Also eigentlich... Ich bleib mit Lila hier. Wir können die Familie Meinecke ja nicht allein lassen, oder? Außerdem wird mir sofort schlecht auf Schiffen. Da waren es nur noch 3. Genau. Aber das wird die Mutter Oberin uns doch niemals erlauben. Sie muss es doch gar nicht wissen. Ich meine, sie zu Heiligabend, Wahnsinn, sie anrufen, das können wir doch auch vom Schiff aus. Na, was meinst du, Agnes? Das kommt mir so unchristlich vor. Es gibt so viele arme Leute und wir machen eine Luxuskreuzfahrt. Und das an Weihnachten. Ja, das ist wahr. Und wenn wir die Reise für einen guten Zweck machen? Wie? Wir nehmen die Sammelbüchsen mit. Und dann werden wir diese Luxusmenschen mal um eine richtige Spende bitten. Und dann kriegen wir vielleicht sogar die 12.000 Euro zusammen. Genau. Zufrieden, Agnes?
Aber was ist, wenn die Mutter Oberin hier plötzlich ganz überraschend auftaucht, so wie letzte Weihnachten? Zur Sicherheit schalten wir Bischof Rossbauer ein. Der soll die Mutter über die Feiertage auf Trab halten. Und ich rufe Hildegard an. Die muss natürlich auch Bescheid wissen. 3 Tickets, einfach so. Das ist ein Zeichen des Himmels. Ein Wunder. Es wäre ein Wunder, wenn das gut geht. Hanna, gerade haben wir von euch geredet. Stell dir vor, die Mutter hat sich doch tatsächlich überlegt, Weihnachten wieder bei euch in Kaltental zu feiern. Was? Bitte nicht! Ich sagte überlegt, aber dann ist ihr eingefallen, dass ihr am Heiligabend immer diese Kinderweihnachtsfeier macht. Und das war ihr dann doch etwas zu viel des Guten. Ja, die Kinderweihnachtsfeier fällt dieses Jahr aus. Aber dann könnten wir doch kommen. Nein, nein, das behältst du bitte für dich. Stell dir vor, wir haben eine Schiffsreise geschenkt bekommen. Nein. Und wohin? Genua, Teneriffa, Casablanca, Barcelona. Casablanca? Und mich lasst ihr Weihnachten hier alleine rumsitzen? Ja, wir haben ja nur 3 Tickets. Lela und Maria bleiben hier und halten die Stellung. Sag mal, ist Bischof Rossbauer bei euch? Nein. Ach, du hast Glück, da kommt er gerade. Aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Klingt ganz nach Schwester Hanna. Ja, für Sie, Exzellenz. Schwester Hanna, hallo. Kekse. Moment. Habe ich Sie da richtig verstanden? Eine Kreuzfahrt? Also an mir soll es nicht liegen. Verdient haben Sie so eine kleine Abwechslung allemal. Schicken Sie mir eine Ansichtskarte, ja? Mach ich, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Und damit sind Sie einverstanden? Ich meine, eine Kreuzfahrt, einfach so. Allein der Gedanke, dass Frau Reuter rote Flecken im Gesicht bekäme, wenn sie das wüsste, ist mir die Sache wert. Und wird mir die Feiertage versüßen. So, und jetzt, wenn Sie mich bitte bei ihr anmelden würden. Selbstverständlich. Und bringen Sie uns ein Fläschchen von Ihrem köstlichen Holundersekt. Aber gerne. Seine Exzellenz ist jetzt da, Mutter. Na endlich, schicken Sie ihn rein. Oh. Ja. Gott zum Gruße. Was heißt hier endlich? Oder waren wir verabredet? Nein, aber Sie wissen ja, meine Weihnachtsdepression. In dem Falle komme ich ja gerade richtig. Ich wollte Sie nämlich bitten, mich zur Weihnachtsfeier der Dachdecker-Innung zu begleiten. Dachdecker? Ich weiß. Aber ich bin der Innung verpflichtet, wo Sie doch das Dach des bischöflichen Ordinariats praktisch für Gotteslohn repariert haben. Und alleine langweile ich mich da sicher zu Tode. Na gut. Dann nehmen Sie mich mit nach Freising zum Weihnachtsempfang bei Kardinal Klemper. Wenn Sie sich das antun wollen, bitte gerne. Ich brauche seinen Segen. Vor allem muss er die Werbeaktion für unseren Nachwuchs finanzieren. Naja, wenigstens haben wir in Kaltental wieder 2 Novizinnen. Aber ansonsten... Danke, Schwester. Und was ist mit Ihnen? Nein, nein, lieber nicht. Elisabeth. Diesmal ist es ganz schlimm. Am liebsten würde ich in aller Stille die Tage im Kaltental verbringen. Wollen Sie mich hier einfach im Stich lassen? Das kommt gar nicht in Frage. Sehen Sie das Ganze als Public Relations Aktion im Dienste der guten Sache und der Mutterkirche. Sehen und gesehen werden. Ah, eine Kreuzfahrt. Ich bin auf einem Schiff geboren. Na dann, Schiff ahoi.
Felicitas! Felicitas! Ist das nicht herrlich hier? Oh, schaut mal, schaut mal. Der Pool, der soll sogar beheizt sein. Du willst doch da nicht etwa reingehen? Vor allem Spinne. Felicitas. Hanna, wir sind Nonnen. Im Badeanzug und im Bademantel, da merkt doch keiner, dass wir Nonnen sind. Also ohne mich. Mhm. Also, ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt erstmal eine Virgin Mary und dann sammeln wir. Sind Sie der Kapitän? Nein, wieso? Ja, wir müssen umkehren. Ich muss dringend vom Bord. Wie stellen Sie sich das vor? Ja, haben Sie keinen Hubschrauber? Ich kann einen rufen, aber nur in einem absoluten Notfall. Das ist ein absoluter Notfall. Ich bin im Begriff, den Verstand zu verlieren. Sie haben eine Panikattacke. Sowas kommt manchmal vor. Doch nicht bei mir. Ich bringe Sie jetzt zu unserem Bordarzt. Was? Der gibt Ihnen was zur Beruhigung. Nein, das lassen Sie schön bleiben. Und das eine will ich Ihnen sagen. Wenn ich das gewusst hätte, dass Sie Nonnen an Bord lassen, die mit Sammelbüchsen rumlaufen. Sammelbüchsen? Felicitas, die wird schlecht. So, mein Herr. Aber danach gehst du wieder in den Yachtclub, ja? Ich will keinen Ärger kriegen. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal ein Foto von euch. Stellt euch doch mal hin. Aber nicht vor der Bar. Ach so, na dann da lang. Und nehmt die Brillen ab. Ach, ich will auch mit drauf. Entschuldigung, junger Mann. Würden Sie so freundlich sein, ein Foto von uns zu machen? Ja. Dankeschön. Lächeln. Aha. Dankeschön. Merci. So. Und das mähle ich dann Hildegard und Lela und Maria. Ja. Felix, das habe ich mir gedacht. Frau Henning, es reicht jetzt langsam. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den Jungen in Ruhe lassen. Ich habe ihm gesagt, dass er danach wieder hochgehen soll. Felix, komm bitte mit. Ich will aber nicht. Das mag sein. Aber du kommst trotzdem mit, dein Vater hat schon nach dir gefragt. Hey! Also? Hör zu. Ich habe dir gesagt, es gibt zwei Klassen auf dieser Welt. Einmal First Class and No Class. Und das hier ist No Class. Ha. Was schauen Sie so? Ich bin verantwortlich für den Jungen. Was war das denn? Der Junge ist der Sohn von Max Brockmann. Brockmann? Muss man den kennen? Dem gehört das Schiff. Der wohnt mit Felix zusammen oben in der Eigner Suite. Und warum kümmert sich seine Mutter nicht um ihn? Die ist vor 2 Jahren beim Autounfall ums Leben gekommen. Ach Gott, wie traurig. Ich weiß ja, dass er nicht hier sein darf. Aber der hängt eben an mir. Was soll ich denn da machen? Das Ganze ist konzipiert wie eine Insel. Dankeschön. Ein Schiff als Kreiskonstruktion, quasi in der Mitte der Yachthafen, außenrum die Luxuswohnungen mit Terrasse und Meerblick, unverbaubar, selbstverständlich. Ach, da ist ja auch Herr Brockmann Junior. Say hello to my friends. I don't want to. Felix. Hey, was ist los mit dir? Komm her. Ne me fais pas ça, compris? Tu te vitimi sempre dove sei. Hai capito? Sì, papà. Va bene. Also, das hier ist der Herr Danzer und das hier ist der Herr Direktor Conradi. Beide sehr wichtige Investoren für unser Projekt. Sag hallo. Hallo. Hallo, Felix. Hallo. Hallo. Und jetzt gehst du mit Herrn Roland essen. Ich sag dir gleich gute Nacht. Ja, dann gehen wir nach München, in unser Haus und feiern richtige Weihnachten. Das weiß ich nicht. Aber auf Teneriffa habe ich wieder mehr Zeit für dich. Versprochen. Dass mir das nicht nochmal vorkommt, dass Sie nicht wissen, wo der Junge ist. Bestimmt nicht, Herr Brockmann. Gut. Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch. Ist das nicht ein bisschen viel für so einen jungen Mann? Der Junge soll mal den Laden übernehmen. Da kann man nicht früh genug anfangen. Kein Laub
So, bitte sehr, der Herr. Ist der Schaum mir zurecht? Ja, schon besser. Danke. Hören Sie das? Den Gesang? Mhm. Ist schön. Na ja. Guten Abend, die Dame. Was darf ich Ihnen bringen? Irgendetwas Erfrischendes mit nicht allzu viel Alkohol, bitte. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Schön. Entschuldigen Sie. Ich weiß, es ist zwar nicht die originellste Art, eine Dame anzusprechen, aber kennen wir uns nicht irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Komisch. Ich hätte schwören können, dass wir uns schon mal begegnet sind. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus der Nähe von München. Ein kleines Städtchen. Der Name würde Ihnen nichts sagen. Vielleicht Kaltental. Oh, richtig. Sagen Sie nicht, Sie wohnen auch dort? Ja, in der Tat. Ich bin der Bürgermeister der Stadt. Aber sagen Sie es niemandem weiter. Ich bin inkognito hier. So, bitte sehr, unser beliebter Fruchtpunsch. Danke, das sieht ja aufregend aus. Tja, dann, Herr... Wöller. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, Wolfgang. Isabella. Zum Wohl, Isabella. Und auf eine traumhafte Reise. Sag mal, Agnes, ist das alles, was du isst? Na, sonst gibt es ja nichts Gesundes auf dem ganzen Buffet. Ja, sowas Exklusives wie Grünkernsuppe gibt es hier leider nicht. Was hast du denn gegen Hummerschwänze? Krustentiere und Muscheln, das sind die Staubsauger des Meeres, lauter Schwermetalle. Ach, hör auf, bitte, ja? Was ist es? Der Junge geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe vorhin noch mal im Internet recherchiert. Sein Vater, dieser Max Brockmann, der hat praktisch seit dem Tod seiner Frau den Fuß nicht mehr an Land gesetzt. Wie meinst du? Der fährt etwa ganze Zeit auf dem Schiff? Ja, schon x-mal rund um die ganze Welt. Und der Junge immer mit? Mhm. Dieser Herr, der den da vorhin abgeschleppt hat, der ist wohl auch sein Lehrer. Aber essen wir. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Ganz schöner Seegang. Ach du Schande, ich glaube, ich spinne. Eine Hand dem Schiff und eine Hand dir selbst. Moment. Der Herr Wöller. Bitte sehr. Ach, das gibt's doch nicht. Und wer ist die Frau? Ist ja hochinteressant. Ich krieg die Krise. Ausgerechnet der Herr Wöller. Du hast ja ganz wenig auf dem Teller. Davon kann man doch nicht leben. Ich bin auf Diät. Du, bei der Figur, also ehrlich gesagt, da lässt sich doch wirklich nichts verbessern. Also, wenn ich das bemerken darf. Das liegt eben daran, dass ich aufpasse. Ja, wenn das so ist, mache ich da mit. Weil mir kann es schließlich auch nicht schaden, ein paar Gramm abzuspecken. Oh nein, das würde ich nie von dir verlangen. Geteiltes Leid ist Tagesleid. Wir könnten ja von Luft und Liebe leben. Also Wolfgang. Von mir aus können wir die Luft auch weglassen. Ja, was gibt es Schöneres, als vor Liebe zu sterben? Wie die ihn anhimmelt. Direkt peinlich. Guten Abend. Ja? Was darf bei Ihnen zu trinken sein? Bestimmt will die sich hier einen betuchten Mann angeln. Das Champagner. Ja, und was darf es bei Ihnen sein? Wein, rot oder weiß oder ein Bier vielleicht? Wein. Gut. Ja? Ursula, ich dachte schon, du kommst nicht. Natürlich komme ich. So schnell gebe ich nicht auf. Guck mal, dein neues Eis als Ersatz. Aber danach musst du dir noch mal die Zähne putzen, okay? No problem. Und singst du dann wieder was für mich? Mach ich. Aber nur, wenn ich ein bisschen abkriege. Naturellement, mademoiselle. Merci, monsieur. Jetzt hau endlich rein. Hey,
Was ist denn los mit dir? Da drüben. Dieser rupfende Gigolo, der sich gerade mit der Brünetten abmüht. Ja und? Das ist der Bürgermeister von Kaltental, der uns das Geschäft mit dem Freizeitpark vergeigt hat. Du Schande. Das fehlt mir gerade noch, wer mich hier sieht. Zahlen! Bitte nicht. Aber ich... Das geht alles etwas zu schnell für mich, Wolfgang. Bitte. Ich wollte nur... Ich weiß, aber es waren einfach zu viele Emotionen für mich. Und für heute, ich bin auch nur ein Mensch, weißt du? Ich hoffe, ich verderbe dich damit nicht den Abend. Also, dann bis morgen, Wolfgang. Gute Nacht. Isabella. Ich hätte gern einen Absacker. Absacker. Ja, irgendwas, wo man ohnmächtig ins Bett fällt. Einen doppelten Tornado vielleicht. Das klingt gut. Das Heimchen in dem Ehrengrund, es tut allein sich kund. Schlafe, schlafe, schlafe. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ursula Henning, ich arbeite im Service. Bitte, Herr Brockmann, ich kann Ihnen alles erklären. Woher kennen Sie dieses Lied? Von Felix. Er hat gesagt, dass seine Mutter es ihm immer vorgesungen hat. Und er hört es so gerne. Gehen Sie jetzt bitte. Und unterlassen Sie das bitte in Zukunft. Natürlich, wie Sie wünschen. Waren Sie etwa wieder bei Felix? Ach, ja, aber... Wann begreifen Sie endlich, dass Sie hier oben nichts verloren haben? Schon, aber... Nichts aber. Ich habe Sie gewarnt. Sie sind ab sofort vom Dienst suspendiert. Was? Ja, das bekommen Sie morgen schriftlich. Und Sie bleiben in Ihrer Kabine bis Casablanca. Und dort gehen Sie von Bord. Aber Marokko ist doch kein EU-Land. Dann eben Teneriffa. Gut, wie Sie meinen. Aber der Junge tut mir leid. Mein Gott, jetzt seid doch nicht so pessimistisch. Wisst ihr, was so eine Suite in dem Yachtclub kostet? Wer so viel Geld hat, der wird doch wohl noch ein paar Scheine für eine Spende übrig haben. Das glaubst du, aber reiche Leute sind in der Regel deshalb reich, weil sie jeden Pfennig zweimal umdrehen. Aber bitte. Frau Henning, was ist? Wahrscheinlich hat sie wieder Schwierigkeiten wegen dem Jungen. Eine kleine Spende, bitte. Oh, danke. Danke. Sammelbüchsen. Wir sammeln für eine Familie, die unverschuldet in große Not geraten ist. Meine Damen, ich muss doch sehr bitten. Kommen Sie, Sie bitte auch. Herr Kapitän, was ist denn dabei? Eine gute Tat hat noch niemandem geschadet. Ich bin lediglich Offizier, aber mitverantwortlich für alles, was hier an Bord passiert. Und Sammelaktionen irgendwelcher Konfessionsmitglieder gehören mit Sicherheit nicht dazu. Vor allem nicht in unserem Exklusivbereich, also bitte. Na gut, wie Sie meinen.
Aber eins ist Ihnen doch hoffentlich klar. Im Himmel gibt es keinen Exklusivbereich. Genau, und dort könnten Sie schneller landen, als Sie ahnen. Denken Sie nur an die Titanic. Ja. Ach, Sie? Ja, so wie es aussieht, geht es Ihnen ja wieder besser. Allerdings, ja. Aber ich habe jetzt noch ein gravierenderes Problem. Ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt. Ach, wie schön. Ja. Aber leider nur so eine winzige Innenkabine, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein. Sie haben doch sicher so was Ähnliches wie eine Honeymoon-Suite, oder? Auf diesem Kahn? Sicher. Ja. Es wäre auch nur für eine Nacht. Also ich meine, das wird sich doch sicher sich einrichten lassen, oder? Was soll denn das? Für die Suite. Für Sie. Für wen halten Sie mich? Stecken Sie das Geld wieder ein. Ach, ist das unter unsere Würde. So, noch ein Tornado. Danke. Ich wollte Sie auf einen Drink einladen. Lassen Sie das. Wieso? Lassen Sie das. Ach du Schande. Tut mir leid. Ich sag Ihnen was. Sollten Sie mir noch einmal unangenehm auffallen, dann ist diese Reise für Sie im nächsten Hafen beendet. Das können Sie ja gar nicht. Und ob ich das kann? Lesen Sie mal das Kleingedruckte in Ihrem Beförderungsvertrag. Lassen Sie das. Und dieser Herr bekommt nichts mehr zu trinken. Dann eben nicht. Oh Gott, der Herr Wöller. Ich bin's, Isabella. Bitte mach auf. Ich möchte dich noch mal sehen. Hallo? Isabella? Ich kann noch nicht schlafen. Isabella? Na, wenigstens hat sie ihn nicht reingelassen. Das ist alles nur Taktik. Am langen Arm zappeln lassen und dann zuschlagen. Also, du hast eine Fantasie, Felicitas. Also, ich gehe jetzt schwimmen. Wer kommt mit? Also, ich weiß nicht. Und mir reicht's für heute. Gebt her. Ich glaube, wir werden dem lieben Gott nachhelfen müssen, sonst kriegen wir das Geld für die Meiniges nie zusammen. Wie nachhelfen? Beten? In der Kapelle? Ja, so ähnlich. Soll ich mitkommen? Nein. Wenn Sie das bitte zählen und in Jetons umtauschen würden. Was schauen Sie so? Geld ist Geld, oder? Ja. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich hier ein bisschen mitmische? Nein, nein. Bitte, Schwester. Nonnen sollen ja Glück bringen. Na, dann kann ja nichts schief gehen. Rathaus Kaltental Laber? Endlich, wo stecken Sie denn? Sie kommen mir gerade recht. Seit Stunden versuche ich mit Herrn Brotbeck endlich Ihre Pakete loszuwerden. Wo sind Sie überhaupt? Ich bin verschollen, Frau Laber. Ich rufe auch nur an, weil ich eine Auskunft brauche. Notieren Sie sich mal den Namen Kagel, Isabella Kagel. Was wird das jetzt schon wieder? Ja, ich will wissen, ob die Frau Kagel etwas mit der Großmetzgerei Kagel zu tun hat. Warum? Ja, weil ich ihr Chef bin und weil ich es wissen will. Ja, ich rufe dann morgen wieder an, wenn ich vom Landgang zurück bin. Landgang? Sind Sie auf einem Schiff? Nein. Es tutet aber. Ja, das tutet nichts zur Sache. Bis morgen, Abendchen, ja? Entschuldigen Sie, wenn ich... Stopp, stopp, stopp. Ich mache jetzt die Tür wieder zu. Sie lösen sich in Luft auf und wir vergessen das Ganze, ja? Liebend gern, nur um eins möchte ich Sie gerne bitten. Unsere Mutter Oberin weiß nichts von unserem kleinen Ausflug. Ach nein. Ja, und ich möchte Sie bitten, dass das so bleibt. Ach ja? Ja, im Gegenzug werde ich auch Stillschweigen bewahren, was die Dame von gestern Abend angeht. Ja.
Herr Schwester, ich meine, wir müssen ja diese Reise wohl oder übel zusammen absolvieren. Ich würde vorschlagen, dass wir unser Programm so abstimmen, dass wir uns möglichst wenig begegnen. Ich meine, das Schiff ist ja groß genug, nicht wahr? Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber sind Sie sicher, dass diese Dame Ihres Herzens es nicht nur auf Ihren Geldbeutel abgesehen haben könnte? Also, Schwester, ich muss mich sehr wundern. Vergessen Sie es. Tja, also dann... Man sieht sich nicht. Genau. Also wirklich. Wann bist du denn ins Bett gegangen? Ich weiß nicht. Sag mal, kann ich bei dir etwas Geld leihen? 100 oder 200 Euro vielleicht? Felicitas, sag bloß, du warst im Casino. Ja. Und? Nur für die gute Sache. Ich dachte, nach unserer Pleite im Yachtclub, da muss man doch was tun. Du hast das Geld aus unseren Sammelbüchsen genommen? Das gehört dem lieben Gott. Ich weiß. Aber nun erklär mir mal, wieso er es zulässt, dass ich so eine Pechsträhne habe. Dreimal habe ich 20 gehabt, aber die Bank 21. Das ist doch nicht normal. Agnes? Mit dir rede ich nicht mehr. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Wald. Lila, komm mal schnell. Hanna hat uns eine E-Mail geschrieben. In den Herzen des Tages. Da. Ach, schau dir das an. Die scheinen ja jede Menge Spaß zu haben. Oh nein, bitte nicht. Was? Der Herr Wöller mit seiner Eroberung. Hast du inzwischen rausgekriegt, wer sie ist? Sie heißt Isabella Kagel und soll auch aus Kaltental sein, behauptet zumindest der Barkeeper. Gott, den hat's ja richtig erwischt. Ach kommt, unsere Virgin Mary können wir auch nach dem Essen trinken. Ist das nicht eigenartig? Da lebt man seit Jahren in derselben Stadt und begegnet sich nie. Und jetzt treffen wir uns auf einem Schiff auf dem Weg nach Casablanca. Das Schicksal hat uns füreinander bestimmt. Isabella. Gott, ist das schön. Verweile noch, o Augenblick, du bist so schön. Das kann jedem Mal passieren. Aber mit neuem Startkapital und etwas mehr Zeit am Blackjack-Tisch. Also mal gewinnt man, mal verliert man. Ich glaub es nicht, Felicitas. Du willst noch mal spielen? Ja. Ich will das Geld zurückgewinnen. Und dazu brauche ich eure Hilfe und nicht euer Gemecker. Also darüber reden wir noch. Guten Abend, die Damen. Was darf es bei Ihnen zu trinken sein? Wo ist denn die Frau Henning? Sie arbeitet leider nicht mehr im Service. Ach, und wo arbeitet sie dann? Woanders. Und wo? Woanders? Sie wurde vom Dienst suspendiert. Das verdankt sie sicher diesem Aufpasser von dem Jungen. Da drüben, die Blackjack-Tische. Ja, wie geht es? Das verstehst du ja doch nicht. Also, mit 20 Euro bist du dabei. Das ist Erpressung, Felicitas. Agnes, bitte. Lass mich jetzt nicht hängen. Entschuldigung. Bitte. Ich suche den Herrn Brockmann. Herr Brockmann. Herrn Brockmann finden Sie auf der Galerie. Ah, danke. Hoffmann? Ja. Entschuldigung, ich bin Schwester Hanna. Es geht um Ihren Sohn. Um Felix? Ja, eigentlich geht es um Frau Henning. Um wen? Ursula Henning, eine Angestellte hier auf Ihrem Schiff. Ihr Sohn hat sich mit ihr angefreundet und
Sie ist deshalb vom Dienst suspendiert worden. Also, Schwester... Es geht mich ja eigentlich nichts an, ich weiß, aber... Ja, schauen Sie, Ihr Sohn wächst hier ohne seine Mutter auf. Und ja, Frau Henning scheint ihn an Sie zu erinnern. Also, ich meine an Ihre Frau. Und, bitte, Schwester, suchen Sie sich für Ihre seelsorgerischen Ambitionen ein anderes Opfer an Bord. Nicht mein Sohn. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Sie haben gewonnen. 7.000. Felicitas, Schluss. Wir haben eine Glückssträhne. Der liebe Gott und ich. Du kommst jetzt mit, oder ich schließe dich für den Rest der Reise in deiner Kabine ein. Und zwar mit dem lieben Gott. Guten Abend. Danke. Ich muss leider gehen. So, das sind 14.520 Euro. Bitte sehr. 14.520. Ich sag doch, ich habe endlich eine Glückssträhne. Und dann kommst du, machst alles kaputt. Gib her. Nein. Felicitas, das Geld gehört dem lieben Gott und dem Herrn Huber für die ausstehende Miete der Meiniges. Also gib her. So, und jetzt komm. Komm. Bitte, Isabella, sag es nicht. Gute Nacht, weil solche Hilfen, das überlebe ich nicht. Gute Nacht, Wolfgang. Isabella, ich liebe dich. Und du, ich meine, nach all dem, was wir erlebt haben, dieses Wunder, unsere Begegnung, ich meine, du musst doch auch etwas für mich empfinden. Ja, schon, aber wie soll ich es sagen? Ich will mir einfach die Enttäuschung ersparen. Wenn wir am Ende dieser Reise von Bord gehen in Genua und alles ist vorbei. Ja, wie kommst du denn darauf? Ich schwöre dir, also ich meine, mir war es noch nie so ernst in meinem Leben. Bitte, Isabella. Nein, ich kann sowas nicht. Nicht nach allem, was ich mit Männern erlebt habe. Du musst das verstehen, ja? Aber morgen sehen wir uns wieder. Darf ich bei dir schlafen? Na klar, komm her. Felix, ich muss dir was gestehen. Wir können nicht zurück in unser Haus in München. Das habe ich nämlich verkauft. Weißt du, da erinnert mich einfach zu viel an Mama. Aber wir könnten Weihnachten auf Teneriffa feiern. Zusammen. Natürlich mit einem echten Tannenbaum. Mich knutscht ein Elch. Was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie sitzen im Knast. Knast? Sie verwechseln mich mit jemandem. Komm, Schätzchen, wir gehen. Moment. Finger weg. Sie sind Herbert Danzer, der versucht hat, mich um Millionen zu betrügen. Nee, Frau, ich gebe Ihnen einen Tipp. Zählen Sie jeden Abend Ihre Klunker und tun Sie Ihr Portemonnaie unter das Kopfkissen rein. Ach, Sie sind doch betrunken. Der Herr belästigt mich, er ist betrunken. Ich war noch nie so nüchtern.
Wem ziehen Sie denn diesmal das Fell über die Ohren? Sie sind doch nicht zum Vergnügen hier. Also noch ein Wort und ich stopfe Ihnen das Maul. Probieren Sie das mal. Dann ziehe ich Ihnen Ihre Hammelbeine so lang, dass Sie kniend aus der Dachrinne trinken können. Na los. Na? Sie schon wieder? Tut mir leid, Herr Danzer, wenn ich wieder vorkomme. Ja, das will ich hoffen. Moment, dieser Mann ist ein Betrüger. Ja, ja, schon klar. Nehmt ihn mit. Ja, was ist denn hier los? Hey, das sieht zwar nicht aus wie ein Betrüger, aber das könnt ihr gar nicht betrügen. Ich möchte einen Kapitän sprechen, ja? Den kenne ich, das ist ein weltbekannter Hochstapler. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Für Sie ist jedenfalls Endstation in Casablanca. Wir wissen ja gar nicht, mit wem Sie reden. Ich bin der Bürgermeister von Kaltental, ja? Und mit dem Ministerpräsidenten auf du und du. Und ich bin für die Sicherheit der Gäste verantwortlich und mit dem Kapitän auf du und du. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine geruhsame letzte Nacht auf diesem Schiff. Das ist Freiheitsberaubung. Gute Nacht. Sie bleiben hier. Sie lösen ihn in 4 Stunden ab. Alles klar. Entschuldigung. Darf ich fragen, was mit dem Herrn Wöller los ist? Sie kennen den Herrn? Ja, was ist denn passiert? Herr Wöller ist betrunken und hat Geschäftsfreunde von Herrn Brockmann angepöbelt. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Sie können ihm ja mit Ihrer Sammelbüchse Gesellschaft leisten, wenn er morgen von Bord geht. Casablanca ist eine sehr schöne Stadt. Darf ich wenigstens kurz zu ihm? Leider. Bitte lassen Sie mich wenigstens kurz mit den Nonnen reden. Wenn Sie noch einen Flug erwischen wollen, dann würde ich mich beeilen. Jetzt um die Feiertage ist fast alles ausgebucht. Tut mir leid, Herr Wöller. Ach, tun Sie doch nicht so. Aber eines könnten Sie wenigstens für mich tun. Bitte lassen Sie der Frau Isabelle Kagel, Kabine 11167, eine Nachricht zukommen. Nicht, dass die Frau glaubt, ich hätte mich einfach so aus dem Staub gemacht. Werde ich tun. Und führen Sie sich im Flugzeug zivilisierter auf als hier bei uns an Bord. Sehr witzig. Sie bleiben hier, nicht, dass er wieder zurückkommt. Alles klar. Alles in Ordnung? Alles klar. Gut. Sagen Sie, bei Ihnen in der Ukraine ist ja erst am 7. Januar Weihnachten, oder? Mhm. Aha. Und, kommen Sie nach Hause? Mhm. Gut. Ah, gut. Ich mag ja Schnee auch. Manchmal. Ja. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Mein Leben lang. Ein größerer Scheck für die Obdachlosen der Gemeinde wäre mir lieber. So, jetzt ziehen Sie sich erstmal um und dann gehen Sie hier in Deckung. Zumindest bis wir auf hoher See sind. Die können Sie ja kaum über Bord werfen. Und bis Teneriffa wird mir schon was einfallen. Also keinen Mucks. Ja, und Sie? Ich habe außer Ihnen auch noch ein paar andere Probleme. Gekündigt? Ja. In Teneriffa muss ich von Bord. Das darf
darf doch wohl nicht wahr sein. Der Butler hat mich sozusagen erwischt. Aber Sie können doch nichts dafür, wenn der Junge Sie in sein Herz geschlossen hat. Nein, aber ich kann ihm ja auch nicht helfen. Vielleicht ist es auch besser so. Ich wette, der Herr Brockmann hat keine Ahnung, dass Sie entlassen worden sind. Ich komme schon zurecht. Ein Kollege von mir arbeitet im Playa del Sol in Santa Cruz. Vielleicht kriege ich da einen Job. Gucken Sie mal. Das hat Felix mir auf unserer letzten Tour nach Kreta gemalt. Trinkst du bitte wenigstens deine Milch? Erst wenn Sie mir sagen, was mit Ursula los ist. Nichts? Wieso? Wo ist sie? Sie bedient jetzt im Nachtclub. Sie lügen. Wie du meinst. Jetzt iss bitte. Nun ja. Dann bis später. Was machen Sie da? Ich bin leider gezwungen abzuschließen. Nicht, dass du wieder Dummheiten machst. So, ich kümmere mich jetzt um den Herrn Wöller. Ihr bleibt in eurer Kabine für den Fall, dass ich euch noch brauche. Also ich wasche meine Hände in Unschuld. Warum nimmst du nicht gleich eine Dusche? Oh. Guten Tag. Guten Tag. Herr Wöller? Endlich. Wo bleiben Sie denn? Ja, tut mir leid, aber wie ich schon sagte, Sie sind nicht mein einziges Problem. Hier, bitte, essen Sie erst mal was. Essen? Ich kann euch jetzt nichts essen. Na gut. Aber jetzt erzählen Sie mir mal, warum haben Sie hier die Geschäftsfreunde von Herrn Brockmann belästigt? Geschäftsfreunde? Das war der Tanzer. Der Tanzer? Ja. Ja, warum sagen Sie das erst jetzt? Das muss man ihm sagen, dem Brockmann. Nein, das soll sich ruhig mal ausnehmen lassen von diesen Betrügern. Viel wichtiger ist, Isabella, Schwester, ich wollte Sie bitten, ihr den wahren Sachverhalt zu übermitteln. Hier, meine Kreditkarte, die Geheimzahl ist 555 und die 5. Danke. Ja, nicht für Ihre Sammelbüchse. Davon kaufen Sie einen Ring, sagen wir 2-3 Karat, und machen ihr in meinem Namen einen Heiratsantrag. Also bei aller Liebe, Herr Wöller, nein. Bitte, Schwester, bitte. Oder Sie schicken sie zu mir und überlassen mir heute Nacht Ihre Kabine. Also Herr Wöller. Bitte, Schwester, ich weiß, was Sie denken. Aber warum sollte nicht auch einem wie mir das Glück einer Liebe beschert werden, so wie es in den Romanen immer beschrieben ist? Alleine das müsste Sie stutzig machen, weil das Leben ist kein Roman. Und diese Isabella, ich meine, Sie kennen sie doch kaum. Doch, Schwester, ich kenne diese Frau. Wahrscheinlich habe ich ein Leben lang von dieser Frau geträumt. Oder ich bin ihr schon mal begegnet. In einem anderen Leben vielleicht, was weiß ich. Auf alle Fälle, ich will mir diese Chance nicht entgehen lassen. Und in Anbetracht unserer langjährigen Beziehung wollte ich Sie bitten, mir in diesen schwerwiegenden, schicksalsträchtigen Stunden beizustehen. Wollen Sie meine Trauzeugin werden? Oh, Herr Wöller. Bitte, Schwester. Wollen Sie nicht noch mal eine Nacht darüber schlafen? Nein. Ich habe lange genug allein geschlafen, nein. Und vergessen Sie den Ring nicht. Und vielleicht ein Püllchen Shampoos. Ja, und eine Kutsche mit 4 weißen Pferden, ich weiß. Danke, Schwester. Roland, ich möchte zu Herrn Brockmann. Nein, Schwester. Außerdem ist Herr Brockmann beim Frühsport. Ich müsste ihn wirklich dringend sprechen. Es geht um seine Geschäftspartner. Tut mir leid, Schwester. Es ist wirklich wichtig für Herrn Brockmann. Nein, Schwester. Und wie gesagt, er ist nicht da. Können Sie mir wenigstens sagen, ob ich hier auf dem Schiff einen Juwelier finde? Ein Juwelier? Ja. Auf Deck 6. Danke.
Himmel, Agnes. Lass doch gleich den Mund offen, wenn du alle 3 Sekunden gähnst. Du hast es gut. Du hast ja geschlafen. Und wieder geschnarcht wie ein Holzfäller. Ich schnarche nicht. Das musst du geträumt haben. Geträumt? Wie denn? Ich hab ja nicht geschlafen. Das ging aber schnell. Ich bin nicht durchgedrungen bis zu Herrn Brockmann. Aber schaut mal, was ich für den Herrn Wöller besorgt habe. Oh, etwa für seine neue große Liebe? Ja. Ich hoffe nur, dass sie seinen Antrag ablehnt. Das Ding hat gewackelt. Wir müssen wieder Empfang haben. Uiuiui, da sind ja 13 Anrufe von Hildegard drauf und 4 SMS. Oh mein Gott. Ihr müsst sofort zurückkommen. Das Fernsehen will eure Weihnachtsfeier übertragen. Ich flehe euch an, ruft zurück. Oh mein Gott. Aber wir haben doch gar keine Weihnachtsfeier. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, Reuter. Es tut mir entsetzlich leid, Mutter. Schwester Hanna, dass ich das erlebe, Sie geruhen zurückzurufen. Aber... Ja, ich weiß, die Weihnachtsvorbereitungen. Schwester, es gibt gute Nachrichten. Das Fernsehen will Ihre Kaltenthaler Weihnachtsfeier live übertragen. Leider kann ich mich nicht persönlich um die Vorbereitungen kümmern, aber ich werde Schwester Hildegard morgen zu Ihnen schicken mit meinen Instruktionen. Bischof Rossbauer wird Sie begleiten. Hallo, sind Sie noch dran? Ja, ich bin nur etwas überrascht. Schwester, das ist unsere große Chance. Unsere Arbeit und unser Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit emotional nahezubringen. Aber jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Bis morgen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ach. Na! Die Mutter, der Bischof, das Fernsehen. Alle kommen. Oh mein Gott. Das schaffen wir nie. Die Mutter bringt uns um. Also gut. Von hier bis nach München sind es mit dem Flugzeug höchstens 4 Stunden. Felicitas, du versuchst, über den Reiseleiter den nächstmöglichen Flug zu bekommen. 3 Tickets? Das kostet ein Vermögen. Ja, na und, das haben wir doch. Mein Geld. Unser Geld, ja? Also packt eure Sachen, ich muss mich um den Herrn Wöller kümmern. Das war's dann wohl. Ich hab's ja gleich gewusst. Von wegen Weihnachten. Unter Palmen. Schwester, Sie enttäuschen. Jetzt halten Sie die Luft an, ja? Hier, mehr als einen halben Karat hatten die Gottlob nicht an Bord. War eh teuer genug so. Und ich muss packen. Packen wie? Wir müssen Heiligabend zurück im Kloster sein. Die wollen die Weihnachtsfeier live im Fernsehen übertragen und die Mutter hat auch keine Ahnung, dass wir nicht da sind. Ja, das schafft sie doch nie. Wo ist die Kutte? Okay. Klein, aber fein. Sehr schön. Was ich für Sie machen konnte, ist, Sie auf die Warteliste zu setzen. Eine besonders große Hoffnung würde ich mir nicht machen. Tut mir leid. Und? Was ist? Was hat sie gesagt? Wir sitzen hier fest. Oh nein! Ach du Schande! Da schaut mal! Das ist doch der Junge! Wo rennt er denn hin? Er ist ganz alleine. Oh nein! Wie bitte? Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat.
Sein Zimmer war abgeschlossen und es war immer jemand hier. Ich nehme an, er wird bei dieser Frau sein. Frau Henning arbeitet nicht mehr auf dem Schiff. Ach, dann ist das also wahr. Sie haben sie rausgeworfen. Ich dachte, nach all den Vorkommnissen sei es das Beste, wenn sie nicht mehr an Bord ist. Roland, sind Sie noch zu retten? Ist Ihnen klar, was Sie da angerichtet haben? Aber der Junge weiß doch gar nichts davon. Der Junge ist mein Sohn. Dem können Sie nichts vormachen. Felix! Felix, 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 warte. Warte, komm. Ich weiß, du willst zu Ursula, aber so geht das nicht. Du kannst nicht einfach weglaufen. Ich will nicht zurück. Dann komm mit zu uns. Wir werden schon eine Lösung für dich finden, ja? Na komm. Excuse me, Entschuldigung, pardon. Das geht so nicht. Dann suchen Sie weiter und geben Sie noch eine Suchmeldung heraus. Nichts, Herr Brockmann. Vielleicht ist der Junge gar nicht mehr an Bord. Wir müssen die Behörden an Land verständigen. Können Sie mich mit dem deutschen Botschafter verbinden? Das lässt sich machen. Was machen wir denn jetzt? Hanna wird unseren Ausflug beichten müssen. Und ich brauche jetzt dringend einen Nerven- und Kreislaufstabilisator. Falls was ist, ich bin oben in der Poolbar. Felicitas, setz dich jetzt hier hin und schreib seinem Vater einen Brief. Ja? Aber was denn? Ja, dass du so nicht mehr weiterleben willst und dass du ein Zuhause haben willst. Du kannst doch schreiben, oder? Klar. Ja, also dann beeil dich, weil allzu lange wollen wir deinen Papa doch nicht leiden lassen. Hm? Ja. Isabella! Sie sollen doch im Zimmer bleiben. Ja, ja. Wollte nur frische Luft schnappen. Diese Schwester behauptet zu wissen, wo Felix ist. Wie? Ja, ich komme sozusagen als Vertragsunterhändlerin im Auftrag Ihres Sohnes. Felix ist bei Ihnen. Ja, wir haben ihn von Bord gehen sehen und konnten ihn überzeugen, zurückzukommen. Aber bitte lesen Sie. Vertragsbedingungen zwischen Felix und Max. Der Vertragspartner erklärt sich bereit, zurückzukommen, wenn die Gegenpartei folgende Bedingungen akzeptiert. Erstens, Butler Roland soll wieder nur auf dem Schiff arbeiten und nicht bei uns. Zweitens, wir feiern Weihnachten zu Hause in München zusammen. Und drittens, die Ursula kommt mit und wird bei uns eingestellt. Widrigenfalls sehe ich mich gezwungen, unsere Beziehung in dieser Form zu beenden. Felix Brockmann. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also, gehen Sie jetzt auf das Angebot ein? Soweit es in meiner Macht steht, ja. Gut. Kann ich mal Ihr Handy haben? Ja. Danke. Aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wo sich Frau Henning befindet. Eins nach dem anderen. Agnes, du kannst Felix ausrichten, sein Vertragspartner akzeptiert. Prima, bis gleich. Und selbst wenn ich es wüsste, wer sagt Ihnen denn, dass Frau Henning zu uns kommen möchte? Und dann gibt es da noch ein Problem. Das Haus, unser Haus in München, habe ich verkauft. Felix weiß das noch nicht. Warum feiern Sie nicht einfach bei uns im Kloster? Wir haben eine wunderbare Weihnachtsfeier mit vielen Kindern, Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann vielleicht. Und übernachten können Sie auch. Papa, wir fahren wirklich nach Hause? Felix, ja. Ich weiß nur noch nicht, wann. Herr Danzer muss den Vertrag noch unterschreiben. Danzer? Den können Sie vergessen. Ich kenne diesen Herrn. Der verdankt es nur irgendwelchen Anwälten, dass er nicht im Gefängnis sitzt. Das ist ein Betrüger. Und wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie Bürgermeister Wöller. Der ist hier an Bord. Der wäre nämlich vor einiger Zeit um ein Haar auf diesen windigen Herrn reingefallen. Herr Danzer, ein Betrüger.
Allerdings. Gute Nachrichten, Sie sind ein freier Mann. Wie? Ja, Sie sind rehabilitiert und Ihrer Trauung durch den Kapitän steht nichts mehr im Wege. Was? Aber Hochzeitsnacht hier in meiner Kabine ist nicht. Es sei denn, wir kriegen doch noch einen Flug. Also ich muss wieder los. Vielen Dank, Schwester. Ja, ja, schon gut. Kommen Sie, Schwester. Bitte. Ein. Sagen Sie ihm, er wird von unseren Anwälten hören. Das trifft sich gut. Ihre Anwälte werden auch von unseren Anwälten hören. Frohe Weihnachten. Isabella? Isabella? Na, endlich. Wolfgang, ich dachte, du bist in Casablanca von Bord gegangen. Nein, keine Macht der Welt kann mich von dir trennen. Hast du schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Was hältst du von einem Champagnerfrühstück? Es gibt nämlich was zu feiern. Oh, zu feiern? Aber was denn? Wolfgang. Doch, ja. Isabella, bitte, bitte sag ja. Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt, ja? Ja. Ja, ja, ja. Ich denke, es ist besser, ich spreche erst mit ihr. Oh, ich glaube, es ist besser, ich spreche zuerst mit ihr. Hm? Ach ja? Wenn Sie meinen. Hallo! Schwester, was treibt Sie denn hierher? Na, Sie? Ich? Mhm. Weil ich glaube, ich habe etwas für Sie. Da bin ich ja mal gespannt. Aber ich bin evangelisch. Könnte es sein, dass Sie nicht nur den Felix gerne haben, sondern sich auch in seinen Vater verliebt haben? Schwester, also ehrlich. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Frau über die Zuneigung zu einem Kind, wie soll ich sagen, auch Gefühle für den Vater entwickelt. Aber ich habe den Herrn Brockmann noch erst ein paar Mal gesehen und einmal mit ihm geredet. Und das war alles andere als angenehm. Ursula, ich will doch nur wissen, ob es Ihnen wirklich ernst ist. Ich kann doch auch nichts für meine Gefühle. Und ich weiß ja, wie unwirklich das klingt. Serviceangestellte verliebt sich in Reda. Das klingt wie ein Märchen. Das Schöne an Märchen ist, am Schluss gewinnt immer das Gute. Mein Märchen ist schon vorbei, Schwester. Oh nein. Es ist noch lange nicht vorbei. Doch in München anrufen. Alles Paletti! Die Frau Henning hat ihren Job wieder. Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir sitzen ja immer noch fest. Dann fliegen wir eben in einem Privatjet. Was? Ja. Wie? Der Herr Brockmann nimmt uns mit. Morgen früh, Punkt 9 Uhr, startet die Maschine. Das heißt, wir schaffen es, pünktlich in Kaltental zu sein. Ja, dann... Frohe Weihnachten. Ah.
Also, das verstehe ich nicht. Sie wollte sich nur kurz die Nase pudern und dann gleich wieder hier sein. Wo ist denn der Kapitän? Der kommt sofort, wenn die Braut da ist. Gut, also ich schaue mal nach ihr und Sie sind da, ja? Ja. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Wie? Wo ist Frau Kagel? Die Dame hat bereits ausgecheckt. Sind Sie Herr Weller? Ja. Das soll ich Ihnen geben. Und das weiße Kleid. Also das... Das... Schwester, Sie haben keine Vorstellung, in welche emotionalen, ja, ich möchte sagen, moralischen Schwierigkeiten Sie mich durch diese Exkursion gebracht haben. Das tut mir aufrichtig leid, Exzellenz. Aber wir sind morgen gegen 15 Uhr in Kaltental. Und wenn Sie es schaffen, die Mutter bis dahin zu beschäftigen, dann wäre alles so, als wäre nichts passiert. 15 Uhr? Wie wollen Sie das schaffen, Schwester? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Herr Wöller? Ist was passiert? Das ist passiert. Sie hat mich eiskalt stehen lassen, praktisch vor dem Traualtar. Wie du mir, so ich dir. Den Ring hat sie mir auch zurückgegeben. Meine Heiratsschwindlerin machen doch sowas in der Regel nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht, was ich dieser Frau angetan haben sollte. Schwester, Sie müssen mir bitte helfen, weil ich weiß sonst nicht, was ich mir antue. Wenn wir auf hoher See wären, würde ich mich von Bord stürzen. Aber hier im Hafen hat es ein wenig Sinn. So schlimm? Ja, Sie machen sich ja keine Vorstellung. Was würden Sie sagen, wenn Sie morgen wieder daheim wären und Ihr Bierchen im Ochsen trinken könnten? Also, dafür würde ich alles geben, Schwester, alles. Du sollst nicht naschen. Schmeckt aber so gut. Und wo tun wir die Kekse jetzt drauf? Ja, auf die verzierten Pappteller. Sind aber nur 7 Stück. Ja, dann nehmen wir halt normale Teller und legen Weihnachtsservietten drauf. Nicht naschen. Kloster Kaltental? Ich bin's, Maria. Ich wollte dir nur sagen, das Problem Weihnachtsmann hat sich auch gelöst. Der Herr Wöller ist bereit, den Part zu übernehmen und kann es kaum erwarten. Sag Frau Laber, sie soll das Kostüm besorgen und sie soll auch dem Herrn Huber Bescheid sagen. Gelobt sei Jesus Christus. Also, dass Sie sich nicht schämen, meine missliche Lage so schamlos auszunutzen. Jammern Sie nicht. Morgen früh, Punkt 8 Uhr, unten am Landesteg. Und dann? Lassen Sie sich überraschen. Haben Sie alles, was Sie benötigen? Soweit ist alles in Ordnung, danke. Alles, was Sie benötigen? Ja, vielen Dank. Aber Sie können gerne mithelfen. Ich? Ja. Auf, du zeigst unseren Gästen die Zimmer. Agnes, du kümmerst dich um die Küche. Herr Wöller, ja, kommen mein Sie. Gepäck. Nein, Sie müssen sich umziehen. So. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Zimmer. So. Ach, da sind Sie ja endlich. Die Weihnachtsmannsachen sind im Behandlungszimmer. Oh Gott, das Fernsehen ist ja da. Ja, was dachten Sie denn? Wir machen das hier zum Spaß? Ja, dann muss ich als Bürgermeister. Sie sind nicht der Bürgermeister, Sie sind der Weihnachtsmann.
Ja, aber ich habe da immer so viel Lampenfieber. Ein Weihnachtsmann hat kein Lampenfieber. Ihr Freund Huber ist auch schon da. Ah ja. Wie haben Sie es nur geschafft, dass Herr Wölle mitmacht? Oh, Erpressung. Und wo ist seine Braut? Die hat ihn praktisch vor dem Altar sitzen lassen. Ja, das hätte ich mir denken können. Ist sie das hier? Ja, das könnte sie sein. Ich meine, sie hat die Haare jetzt ganz anders und ist viel, viel dünner. Aber na ja, sie hatte so gut und gern 30 Kilo abgenommen. Ja, und die Haare kann man färben. Tja, und als Herr Wöller damals auf Brautschau war, da hat er sie ganz schön gemein behandelt. Tja, Rache ist süß. Ach so. Das hätte ich nicht schöner machen können. Die Mutter. Es tut mir furchtbar leid, aber ich fürchte, ich werde die Veranstaltung verpassen. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Und der Abschleppdienst, den ich bestellt habe, erscheint noch rechtzeitig. Aber was ist denn passiert? Ich bin etwas von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Autobahnausfahrt in Auingen. Nichts Tragisches. Also bitte, informieren Sie seine Exzellenz und die Herren vom Fernsehen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Die Mutter liegt im Graben. Was? Ich meine, ihr Auto. Ist dir was passiert? Zum Glück nicht. Aber irgendwer sollte sie dort abholen. Na? Siehst du, jetzt haben wir doch ein richtiges Weihnachten. Mit Schnee, mit einem Weihnachtsbaum und mit einem richtigen Weihnachtsmann. Aber Papa hat unser Haus verkauft. Aber ein Haus ist doch nur ein Haus, Felix. Ein Zuhause, das ist was ganz anderes. Das ist da, wo du bist und wo dein Papa ist. Und du. Und ich auch, ja. Nicht naschen. Na, schöne Weihnachten. Ihnen auch. Darf ich? Ja, gern. Und dann ist auch noch der Huber im Haus. Frank, jetzt lass uns das bitte wenigstens für heute vergessen, ja? Da ist aber kein Alkohol drin. Macht nichts. Hier, das soll ich Ihnen von Schwester Hanna geben. Das machen Sie schon auf und zählen Sie es nach. 12.000. Mhm. Nein, Schwester Hanna hat es geschafft. Tja, Schwester Hanna schafft so einiges. Und Felicitas. So, dann können Sie wieder bei mir einziehen. Wir sind quitt. Frohe Weihnachten. Ja, was soll ich denn? Bitte. Leider ist Frau Dr. Reuter, die Leiterin des Ordens, im Schnee stecken geblieben. Und so müssen wir ohne sie mit der Feier beginnen. Ist denn der liebe Weihnachtsmann schon da? Schaut, was kommt von draußen rein. Ja, das kann doch nur der... Das ist der Fernsehen, der Weihnachtsbaum sein. Ich habe auch, alle Jahre wieder den Knecht. Knecht Ruprecht? Ja, den habe ich auch mitgebracht. Ihr Englein, ihr seid ja auch alle da. Wie schön, wie schön. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich wollte sagen, und hier der Baum so schön lichterloh brennt. Ich wollte noch was sagen. Ja, ja,
Friede! Auf Erden! Auf der ganzen Welt! Friede! Lieber Weihnachtsmann! Bitte, bitte. Aber wir wollen doch die Kinder nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde vorschlagen, wir singen ein Lied und dann wird gefeiert. Das vielleicht O Tannenbaum! Wieder weg. Tue ich ja nicht. Ich brauche nur ein bisschen Pause. Da drin ist mir zu viel Weihnachten. Aber das ist doch schön. Tja, das sagen Sie. Haben Sie diese Love Story eingefädelt mit dem Schiffseigner und der Stewardess? Nein, nur ein bisschen nachgeholfen. Das könnten Sie doch auch bei mir. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr Glück. Sie hätten Ihre Isabella ja haben können. Was, ich? Wenn Sie damals mehr auf Ihre inneren Werte geachtet hätten. Aber da haben Sie sie ja ganz gemein abblitzen lassen. Ich? Weil die damalige Figur der Dame nicht Ihren Traumvorstellungen entsprochen hat. Isabella abblitzen, ausgeschlossen. Jetzt schauen Sie doch mal auf das Foto. Das ist Isabella mit 30 Kilo mehr. Ja, tatsächlich. Das ist Isabella. Jeder ist seines Glückes Schmied, Herr Weller. Trotzdem. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Oh, Herr Weller, jetzt lächeln Sie doch wenigstens ein bisschen. Geht doch. Na, kommen Sie. Sie müssen sich anziehen. Ja, halt Sie mal. Also. Erst den Bart. Genau. So. Jetzt das Mützelein. Ja, und die Brille, die Brille. Und die Brille, Achtung. So gefallen sie mir. Also, auf die Plätze. Fertig. Los.